Bitcoin stagniert, aber Gold ist auf seinem Allzeithoch. Der seit Jahrtausenden etablierte Wertspeicher Gold lässt die Muskeln spielen. Am gestrigen Mittwoch erreichte Gold ein neues Allzeithoch mit 2514 US-Dollar pro Unze und überzeugt mit einem Kurszuwachs von knapp 4,4% im letzten Monat. Als Hauptkurstreiber für Gold gelten die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und Hoffnung auf eine US-Leitzinssenkung. Chinesische Anleger trieben in der ersten Jahreshälfte den Goldpreis in die Höhe. Nun ziehen westliche Investoren nach mit 3,7 Milliarden US-Dollar in Gold-ETFs im Juli. Der Bitcoin-Kurs verlor 9,6% im vergangenen Monat. Mit 60.800 US-Dollar ist er 17,5% unter seinem Allzeithoch. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.